Leute, meine Standardbegrüßung in den Videos lautet ja eigentlich Alrighty Zan. Kommt von Alright Zan aus dem Film Ace Ventura, ein tierischer Detektiv. Aber ich wurde mal gefragt, ob ich nicht eine andere Begrüßung wählen sollte, weil man die nicht mal ganz so gut versteht. Und das ist natürlich meine Frage an euch. Sollte ich eine neue Begrüßung haben? Und wenn ja, was oder wie sollte ich euch denn in meinen kommenden Videos begrüßen dürfen? Haut mir mal eure Vorschläge unten hinein in die Kommentare. Alrighty Zan und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und wisst ihr, was geil ist? Was überaus phänomenal geil ist? Ja, wenn ihr genau um Punkt 0 Uhr zum Geburtstagsevent ein Video macht, das dann 2-3 Stunden später schneiden wollt und feststellt, Bruder, da war ja gar kein Mikrofonton dabei. Nice. Deshalb sitze ich jetzt hier da früh morgens um 11.45 Uhr und nehme jetzt nochmal dieses Video auf und sing nochmal ganz offiziell Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Ja, ich hoffe, jemand hat heute wirklich Geburtstag, weil ich natürlich nicht Shakes and Fidget meine. Wir möchten, oder ich möchte euch bitten, mir doch mal mitzuteilen, was ihr während des Geburtstagseventes so für einen Plan habt. Ja? Habt ihr irgendeinen gewissen Server oder Char, den ihr auf ein gewisses Niveau bringen wollt? Oder habt ihr einen Dungeon, den ihr jetzt unbedingt endlich legen wollt? Auch dafür könnt ihr die Kommentarfunktion nutzen. Schreibt mir das unten rein. Würde ich mir sehr gerne durchlesen. Dann können wir nach dem Event auch mal schauen, haben denn eure Ziele funktioniert? Und ja, ihr könnt euch auch ruhig gerne mehrere Kommentare schreiben. Spammt mir die Kommentare komplett zu, damit ich gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Das wäre natürlich sehr schön. Und zu diesem Atemzug werde ich euch natürlich sagen, was ich vorhab. Und da ich ja das Video eigentlich schon mal aufgenommen habe, habe ich ein paar Sachen schon gemacht und habe mir überlegt, vielleicht wäre es ja mal ganz gut, euch nochmal so auch ein bisschen zu zeigen oder euch daran zu erinnern, was man jetzt am Geburtstagsevent alles machen kann. Und da wollen wir mal schauen, was neu ist heute durch das Update, ist, dass ihr ja in der Abenteuerlust Erze und arkane Splitter sammeln könnt. Ich habe jetzt halt hier eine Stadtwache laufen und kann das jetzt hier so nicht zeigen, aber es hat sich herausgestellt, dass es immer 2500 Metalle sind und 100 arkane Splitter. Also ich habe jetzt nichts gehört, dass irgendwie jemand was anderes bekommen haben sollte. Und ich muss sagen, ich habe jetzt knapp die Hälfte meiner Alu gespielt. Ich habe trotzdem, ich viele Metalle und Splitter bekommen habe, auch trotzdem Steine, Holz, Früchte und auch Seelen bekommen. Also bisher gefühlt, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass das andere vielleicht wegfällt, wenn jetzt zu viele Sachen gedroppt werden können in der Abenteuerlust, scheint es doch ganz ausgeglichen zu sein. Und was man halt auch beachten sollte, ihr könnt jetzt die Event-Pets, also die nicht irgendwie zeitlich an einen gewissen Zeitpunkt gebunden sind, auch sammeln. Also natürlich könntet ihr jetzt ein paar Turtle sammeln. Auf S41 war es bisher noch gar nicht möglich gewesen. Das solltet ihr auf jeden Fall holen. Das Wasserpad, aber zum Beispiel habe ich auch, Moment, welches habe ich bekommen? Hier. Kirich. Ja, das Epic-Event-Pad habe ich bekommen. Das ist jetzt ja möglich, dass man bei den Alle-Events auch diese Pads sammeln kann. Also achtet darauf, wenn ihr noch irgendwo ein Pad ab, während hier genau, Towerbock zeigt sich beim Gold-Event. Das habe ich halt auch bekommen. Die könnt ihr jetzt alle kriegen. Ja, auf S41 kann sein, dass viele Spieler die vielleicht noch nicht haben. Natürlich auf anderen Servern habt ihr sie möglicherweise schon. Aber diese Pets könnt ihr jetzt auch sammeln, weil ihr nicht an eine gewisse Zeit oder an eine Sonderfunktion wie jetzt hier Mine Stufe 20 gebunden sind. Deshalb gönnt euch auf jeden Fall jetzt auch die Pets, die ihr vielleicht sonst erst wieder später kriegen könnt. Und was ihr jetzt auch natürlich beachten könnt, das wurde ja auch in den Update-News erwähnt, ihr könnt die Geburtstags-Items finden. Die solltet ihr auf jeden Fall suchen in der Ehrenhalle. Viele werden sie auch gedroppt bekommen im Epic-Event, denn das dauert dann sonst wieder ein ganzes Jahr, bis ihr die kriegen könnt. Das sind schon einige Prozente. Also ich bin jetzt fast ein komplettes Prozent nach oben gepusht worden im Sammelalbum. Aber auch, wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob das alles Geburtstags-Items waren, aber Parsus hat
sich ein komplettes Set hier gekauft. Ne, das sind weitestgehend gar keine Geburtstagsitems. Da hat mir noch einiges gefehlt. Jetzt hat er schon wieder ein neues Epic. Ist sowieso krass, ist 352 gleich 353. Der Parsus, der geht richtig ab im Moment. Auch allgemein Epics vielleicht ab einer gewissen Stufe, die ihr vorher noch nicht finden könnt. Das Geburtstagsevent lohnt sich auch immer, in der Ehrenhalle reinzuschauen, da viele Leute umequippen. Man kann ja viele Level hochsteigen, man hat permanent Epic-Event und deshalb schaut auch immer auf ISA, wenn ihr den Heiligen Gral habt, wie ich, dann verpasst ihr auch nichts. Und ich weiß nicht, ob ich den nochmal besiege für die Handschuhe. Ich habe vorhin 20, 30 Versuche gebraucht. Für die ganzen Bildchen. Ich werde es jetzt nochmal live probieren, Leute. Weil der Parsus, ich bin der Krassassine. Okay, Leute, beachtet aber, wenn ihr Items blättern wollt oder Items erkämpfen wollt, dann solltet ihr da 50 versuchen spätestens, wenn ihr die schlagen könnt, auch aufhören. So jetzt, wenn ich jetzt mit Parsus, ich krieg seinen neuen Handschuh einfach nicht. Aber gut, die meisten anderen Items habe ich ja schon bekommen von ihm. Das ist einfach mal extreme, ja, GZ definitiv an Parsus dafür. Aber gut, dann müssen wir uns das Item irgendwie anders holen. Und, was aber auch richtig nice ist, was jetzt halt neu passiert ist, zum letzten Zeitpunkt war es noch nicht der Fall, gönnt euch mal das hier. Also, nicht die Angriffe von Parsus, aber hier. Ich habe gestern ja dann ein bisschen gespielt und da haben wir den scheinbar Geläuterten besiegt. Und das, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr geiler Versuch gewesen. Wobei ich sogar sehe, dass ich hier am Anfang gar nicht gekrittet habe. Aber jetzt hinten raus kamen hier richtig nice Crits und der Gegner hat Gott sei Dank nicht gekrittet. Und das ist aber trotzdem eigentlich Verhöhnung hier. 598.000 HP übrig gehabt, haben wir den Schnake besiegt und ja, 113 Millionen Erfahrung. Ich finde das nach wie vor viel zu wenig für so einen Dungeon, der dort sehr lange braucht. Aber gut, den haben wir erledigt und danach, direkt danach, ihr seht es von der Zeit her, haben wir dann auch in der Schattenwelt den Klöppel von Helsing besiegt. Den hatte ich vorher auch ein paar Versuche gegeben, sah es noch nicht so aus, dass der jetzt da fallen will. Und hier Bertram, schön Crit, kurz am Ende weggehauen. Der Mark Wahlberg hat irgendwie gar nichts gemacht, muss man sagen. Aber die Kundentunte zum Beispiel hier, schöne Crits rausgeballert. 13 Millionen, 23 Millionen hat er aber noch übrig. Und da komme ich wieder ins Spiel mit den Double Crits. Okay, hier war kein Double Crit dabei. Und hier kamen richtig fette Double Crits. Und schaut euch das hier links an. 364.000 HP übrig gehabt. Auch das eine mega Verhöhnung gewesen. Und das sind natürlich 300 Millionen Erfahrungen, die extrem gut schmecken. Und mit diesen beiden Dungeons bin ich jetzt also fast eine Stufe besser geworden. Ich wollte nämlich dann eigentlich erst wieder versuchen mit dem nächsten Level Up, also 334 sozusagen, wenn die Begleiter wieder besser sind, aber das ist natürlich jetzt mega stark für mich und da kommen wir zu meinem Plan. Ich wollte, wenn es geht, so hoch wie möglich im Level kommen, ohne komplett neu blättern zu müssen. Das heißt, ich wollte dann am Sonntag auf jeden Fall dann equippen für meinen Main Char hier auf S41. Und dementsprechend natürlich dort das Maximale an Gear bekommen. Aber was ich natürlich trotzdem gemacht habe, und das hat man auch schon gesehen, ich habe zum Beispiel einen neuen Helm hier besorgt und habe auch schön Runen ausgetauscht. Ich habe zum Beispiel die Waffe hier auf 22% Damage gemacht. Hier habe ich 5% Lebensenergie drauf gemacht. Hier habe ich einen Widerstand gegen alles eingefügt, wo vorher nur Lebensenergie drin war. Ich habe ja noch 15%, also der Runen-Swap lohnt sich auch und dadurch, dass wir natürlich jetzt Erze bekommen, habe ich auch die Attributierung etwas erhöht bei meinen Gegenständen, um halt bessere Werte zu bekommen und damit waren dann letztendlich überhaupt auch die beiden Dungeons schon möglich gewesen und da muss natürlich noch weitergehen und entweder, also für heute mache ich vielleicht nur noch die Abenteuerlust, probieren wir mal ein paar Dungeons, wie hier zum Beispiel der Erzgefallene, der ist auch ziemlich extrem krass, muss ich sagen. Da habe ich auch schon ein paar Versuche gegeben. Der möchte noch nicht fallen. Und ansonsten ist jetzt natürlich der Schnake weg. Das heißt, eigentlich Uxi der Uruk als Stärkegegner sehe ich immer noch als nächstes dran. Vielleicht auch der Joffrey als Endgegner. Ich glaube, das sind die nächsten beiden. Und Dungeons, die in der Lichtwelt bei mir zur Debatte stehen. Weil die Medusa, die ist noch sehr krass. Hier kommen die Hochbegabten. Das sind wieder Intelligenzgegner da. Ja, gut, kann auch sein, dass der, also einer von diesen Endgegnern
muss halt irgendwie fallen und es wäre schön, wenn halt mal mehr Stärke kommen würde, aber ich weiß halt auch nicht, ob der Uxie, ob das einfach, ja, ob ich hier einfach nur einen fetten Versuch brauche oder der einfach noch nicht machbar ist. Das werde ich noch rausfinden, aber ich denke mal, dass wir diese Dungeons zum Ende des Events auf jeden Fall noch angreifen können. Und natürlich haben wir jetzt auch in der Schattenwelt wieder einen neuen Dungeon vor uns. Das ist jetzt der Koma-Kommandeur und das ist prinzipiell ja ein stärker Gegner. Da denke ich auch, dass da Möglichkeiten bestehen. Aber ja, da brauche ich wahrscheinlich auch etwas stärkere Waffen. 36 Millionen. Ich habe den schon auf 25 Millionen gehabt gestern, als ich die Versuche gemacht habe. Also das ist so mein Plan auf jeden Fall für den Char. Und wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Pläne zwecks des Geburtstagseventes hinein. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das macht. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich denke, ich habe eigentlich alles erwähnt, was auch wichtig ist. Während des Geburtstagseventes, wenn ich was vergessen habe, dann tut es mir of course leid. Dann würde ich sagen, haut rein, macht euch tschüss und servus, euer Basti.